Eigenschaften. Da kriegen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Bin halt auch schon am überlegen, welche Klasse wir danach mal nehmen. Weil diese Klasse hier möchte ich eigentlich zumindest 60 oder so schon haben. Bevor wir eine neue machen. Natürlich, da kann man nicht drüber. Immer muss man die weiten Wege gehen. Wäre doch so einfach. Oh, hier sind Wespen. Jede Menge. Oder Vespia heißen sie hier scheinbar. Ah, Vespula, okay. Vespula. Ist natürlich ein noch viel besserer Name. Ui. Das Reit hier ist toll. Ah! Ausnahmsweise habe ich sie mal direkt entdeckt. Hihi! Ich hab dich! Ja, doch! Doch! Aber ich dachte, du wärst noch nicht da. Was? Wie? Wo standst du denn schon wieder? Weißt du, wer erwähnt es für den ersten Augenblick? Ich habe ein neues Kostüm. Sieht zwar jetzt auch noch nicht wirklich besser aus, aber immerhin besser als vorher. Nein, nicht dein Ernst. Besser, du sagst auch nichts. Huch. Ah. Ich glaube, ich sehe dich nie als erstes. Die Ratte ist süß. Die Ratte. Oh Mann. Ich will, dass du mein Mittagessen siehst. Ja! Aber du willst mir doch nicht sagen, dass du die kleine süße Ratte da essen willst. Oh, ist sie niedlich. Boah, das Schlimmste ist, wir haben jetzt eine halbtote Maus gefunden bei uns. Das war nicht ganz so schön. Hallo, süße kleine Ratte. Oh nein. Die arme Ratte. Gott sei Dank ist meine dicke Katze auf Diät. Nein. Nein. Nein, der hat keinen Schwimmrollen rum. Oh nein, ist das süß. Gott, gibt's hier süße Tierchen. Also, Chocobo! Ich weiß nicht, warum ich so interessant finde, wenn ich mit Tieren rückwärts laufe in Final Fantasy. Wir könnten hier auch noch eine dünne Katze freischalten. Es geht. Ach, die habe ich, glaube ich, sogar. Warte mal. Habe ich die nicht sogar schon? Nein, da sind Reittiere. Warte. Nein, nicht den Muppel. Nein, nicht den. Oh. Ja. Stimmt, die habe ich schon. Ich weiß sogar nicht mehr, wann und wo ich die gekriegt habe. Ja, aber die dünne habe ich auch.
Genauso wie ich diesen komischen Wolf hier habe. Ah, okay. Ich hab jetzt ja auch so eine süße, wundersüße Larve hier bekommen. Sieht irgendwie leicht creepy aus. Oder das Schiffchen hier. Was hab ich noch? Den hier habe ich auch noch. Wobei das eher weniger wie Behemoth als ein dickes, fettes Schweinchen aussieht. Und... na, der erste ist Vieh. Ich habe einen Otter. Oh, der ist süß. Aber der kann doch gar nicht gucken unter dem Schirm da. Whatever. Weißt du, wo ist eigentlich Daddel, wenn man sich über irgendwelche Tierchen hier amüsiert? Nein. Oh Gott, ist das niedlich. Nein, der hat doch keine Angel. Nein, oh Gott. Ja, wobei. Gott, da stirbt man ja fast. So süß ist das. Oh, ein Zwergkaninchen. Na gut, drei niedliche Tiere habe ich ja auch. Den Wolf finde ich jetzt nicht ganz so niedlich. Aber meine zwei Kätzchen und den Mokri. Die sind toll. Den bin ich zufrieden. Ja. Okay. Ich glaube, man müsste sich dann eher Gedanken machen, dass die Hand keinen Arm hat. Ah, Fran. Fran ist cool. Ein Hühnchen. Ein grünes Hühnchen. Ich glaube, der Kleine hat ein bisschen zu viel Kohl genascht. Ein bisschen zu viel Grünkohl. Ja, mal ein bisschen. Ah, diese Melone habe ich mit meinem anderen Schar. Ich weiß gar nicht, mit dem anderen Schar habe ich noch drei andere Tiere. Die habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt. Von einer Freundin. Das ist cool. Das ist echt cool. Schmetterling. Ich habe ja nur... wann war das? Ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich ja mal in einem Shop geguckt. Ich hätte mich dumm und dämlich kaufen können. Aber ich habe mich für relativ günstige Sachen entschieden. Nein! Oh Gottchen, ist das süß. Nein. Oh, wie cool. Ja, ich verstehe, warum das dein Liebling ist. So, warte, machen wir das einmal weg. Einmal gucken. Ach, der Welt muss ich hin.
Nein, eine fliegende Katze. Flausche Katze. Die heißt doch noch Flausche Katze. Ach Gottchen. Gott, die sind süß. Die brauche ich. Die brauche ich. Ich will sie haben. Ich überfalle einfach den Square Enix F14 Shop. Dann passt das schon. Eieiei. Dieser Moment, wenn mein Mod plötzlich mir irgendein Video schickt, wo er gerade am Wandern ist. Ich glaube, ich will mir das gar nicht angucken. Ich will mir das, glaube ich, echt nicht angucken. Eieiei. Ne, da ist schon direkt der Kristall. Wo muss ich hin? Ja, sag ich ja, Marsch der Welt. Wie? Nicht dein Ernst! Danke! Oh. Luna, du bist unglaublich, das weißt du, oder? Das ist dir hoffentlich bewusst. Oh. Oh, trotzdem! Das ist ja schon das zweite Tierchen. Danke. Oh. Ich könnte mich mit Katzen dumm und dämlich sammeln, kaufen. Oh, ich liebe Katzen. Oh, meine süße kleine Katze. So, jetzt komm ich wieder aus dem frohen Gang mehr raus. Jetzt muss ich echt irgendwann mal anfangen, meine ganzen Katzen zwischendurch zu wechseln. Reittierchen. Oh, warte mal, hatte ich hier nicht irgendwie irgendwo noch... Nee, das ist Panadan. Oh, wo ist das? Oh, das ist auf am Arsch der Welt. Okay. Ich muss mich auch unbedingt zwingen, bald mal die Hauptquest weiterzumachen. Wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich möchte endlich fliegen können. Hauptquest los. Ja, nach der Dingensquest hier. Warte mal, welches ist das? Die Wiege der Poesie. Danach musst du mich unbedingt zwingen, dass ich die Hauptquest mache. Weil da bin ich, glaube ich, bei... Oh, Stufe 28 hängen geblieben. Okay. Vielleicht finde ich jetzt zwischendurch ja noch irgendein Viech, was ich gebrauchen kann. Nein. Warum werde ich immer dann angegriffen, wenn ich es nicht möchte? Wir sind schon hier. Frage ist, wo ist hier? Und was muss ich hier tun? Der Regenfängerinne. What?
Ich habe eventuell... Was denn? Was ist denn los? Ich habe hier gerade eine sehr große Frage. Was will ich tun? Ich habe doch schon wieder irgendwas. Ich möchte für Erfahrung. Ich bin gerade an Reizchen Shop gekauft. Echt? Oje. Die Reiztiere waren mir im Shop bisher immer zu teuer. Tatsächlich. Hier zur Regenfängerinne. Im östlichen Lande. Besiege die Geister, die dort auf dem... Ach, da... Oh. Mir ja auch. Oh Mann. Nee, ich hatte mich dann neulich mal... Mir das neulich mal angesehen. Was da so für nette Tierchen gibt. Ich bin aber bei den Preisen ein bisschen vom Glauben abgefallen. Also die Kostüme gingen ja noch. Ich glaube, die Begleiter gehen auch teilweise. Aber die Reittiere, ey. Welches hast du dir denn eventuell gekauft? Wirklich, bitte, für wie viel? Ich weiß gar nicht, wie teuer waren die immer so um die 20 Euro, ne? Aber ich werde die eventuell gleich. Oh je. Lass mich darauf. Ich bin für 16 Euro. 16 Euro ist aber auch schon. Nein! Scheiße! Das wollte ich nicht. Einmal die Taste verwechselt. Okay, ihm Bericht erstatten. Das war jetzt nochmal wo? Insta-Welt. Mühlenbruch. Im Mühlenbruch. Na, du bist der Stream. Schön, dass du reinschaust. Ja, wir spielen hier so ein bisschen FF14 so lang, wie mein Mod noch nicht da ist. Weil eigentlich wäre ja jetzt erstmal Herr der Ringe dran gewesen, aber da mein Mod mal wieder die Zeit ein bisschen verduselt hat, dachte ich, ich beschäftige uns mal ein bisschen mit FF14. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche und ein erholsames Wochenende. Nein, nicht da reinfallen. Oh Gott. Willkommen zurück. Wie an dem Leuchten des Badenkristalls unschwer zu erkennen ist, hatte dir neue Einsichten gewährt. Das ist ein guter Anfang, aber du musst noch viel erleben, um weitere Fortschritte zu machen. Komm wieder zu mir, wenn du für die nächste Erfahrung bereit bist. Sehr produktiv gewesen, jo. Das ist gut, das ist gut. Die Melodie des Baden vergangener Zeiten erklingt in dir. Juhu! Sehr schön. Wollen wir was kaufen? Pan des Hüters. Ihr mietet dann einen negativen Status von einem Gruppenmitglied. Warte mal, ich muss das hier mal so ein bisschen umändern. So.
So, Hauptquest, ne? Wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Weil wir dümpeln ja immer noch hier so ein bisschen am Anfang rum. Also was heißt am Anfang, aber sieht ja so ein paar Level von entfernt. Und ich will nicht mal reiten, mein Flugtier. Ich will nicht fliegen. Das dauert doch so ewig lange. Ich bin schon wieder ungeduldig. Merkt man gar nicht, oder? Ganz entspannt ist ja kein Rennen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin ja auch relativ entspannt. Das Wichtigste war ja für mich tatsächlich, dass ich mein normales Reittier kriege. Und das habe ich ja jetzt. Also von daher ist das alles super. Everything is over. Komm, wir nehmen mal wieder den Schokomoppel. Wir machen mal wieder ein bisschen Tierquälerei. Gut, dass Dalle das gerade nicht miterlebt. Wie wir hier schon wieder Tiere quälen. Ich um Karten lesen, ne? Ich bin doch schon wieder falsch, ne? Gar nicht da. Ah! Oh, Scheiße. Manchmal habe ich echt so ein bisschen Angst vor Fallschaden. Hier müssen wir hin. Hup, hup. Schwebeauge. Heißen die nicht sonst eigentlich Ariman? Geschundener Leichnam. Okay. Das ist für so einen lame Pipi-Kampf. Kommen wir hierher. Bitte nicht nochmal paralysieren. Bitte nicht nochmal paralysieren. Bitte, 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 bitte. Schokomoppelchen. Das tut mir irgendwie doch schon so ein bisschen leid. Also diese Überfettung. Und eventuell das Reittier dauert zu lange. Echt? Wieso das denn? Wenn du etwas mit deiner Bruderschaft zu besprechen hast, schenke ich dir gerne Gehör. Was kann ich für dich tun? Ja. Nimm. Schnupper mal. Nimm eine Nase. Verstehe, du bist auf deiner Suche nach dem Maskierten auf die Leiche gestoßen, Die Ärmste. Wer tut sowas nur? Und sie ist leider nicht die Einzige. Auch im tiefen Wald ist man auf ähnlich zugerichtete Frauen gestoßen. Es dauert immer eine Zeit, vor allem bei Reittieren, bis sie bei deinem Account angekommen sind. Okay, wusste ich gar nicht, dass das so, also teilweise länger dauern kann. Also ich glaube, die letzten Male, wo ich mir was geholt hatte, also gut, bei dem Kostüm ging es ja relativ schnell, weil damals bei dem einem Begleiter ging das, glaube ich, auch relativ schnell. Also vor 2 Jahren meine ich. Da hatte ich mir ja auch mal was gekauft. Mal im anderen. Das nächste, was ich gewartet habe, war eine halbe Stunde. Boah, Alter. Eine halbe Stunde ist aber schon heftig. Zu deinem maskierten Mann weiß ich dir leider nicht zu berichten, aber diese geflügelten Augäpfel sind dieser Tage im Finsterwald keine Seltenheit. Wir glauben, dass sie die Leichen transportieren. Bei den Opfern handelt es sich ausnahmslos um junge Frauen, das wissen wir. Doch wegen der entstellten Gesichter ist uns bisher noch keine Identifikation gelungen. Daher tappen wir weiterhin im Dung. Im Dung. Im Shop steht, dass es bis zu 48 Stunden dauern kann. Alter. Geht, so lange muss ich noch nie warten. 48 Stunden? Das ist aber schon heftig. Da hat man ja mit 30 Minuten ja noch echt Glück.
Ach, dann nach dem Rostock hat sie mal, wer hinter dem Tresen steht. Okay. Ich bin gespannt. Dieser Kopf, die weiße Linie, die ihn ziert, sah ich auch bei einer anderen Leiche. Das Muster war mir neu, deshalb hat es sich so gut eingeprägt. Ja, ich bin mir ganz sicher. Es könnte das Wappen einer Gruppierung oder gar einer Familie sein. Das ist der Anhaltspunkt, nach dem wir so lange gesucht haben. Meine Güte. Das könnte der Durchbruch sein. Mein Deutsch. Du meinst es auch nicht immer. Also eigentlich ist meins meistens unter aller Sau. Nein. Kupo! It's not the yellow from the egg. Ja, das trifft zumindest auf mein Englisch sehr gut zu. Na gut, auf mein Deutsch eigentlich auch. Also hast du eigentlich schon ganz recht, Dufte. den Lilienknopf möchte ich gerne dir überlassen. Ich glaube nämlich, dass er dich auf deiner Suche nach dem Maskierten weiterbringen könnte. So flüstert das jedenfalls der Wald. Der Knopf ist ein wichtiges Beweisstück, das ich unter normalen Umständen nicht herausgeben würde. Aber du hast ihn dir durch deine Aufklärungsarbeit bei den Vorfällen um Herbstkürbissee mehr als verdient. Ich schlage dir vor, als erstes Mijun in ihrem Hexenstübchen aufzusuchen. Vielleicht kann man dir in der Abenteuergilde Auskunft zum Waffen des Knopfes geben. Nun habe dich wohl. Dufte, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub. Vielen lieben Dank. Also wieder. Hab gesehen, da ist ja ein neuer Knopf. Ja! Seit einer Woche? wie ihr für 14. ja. Ich glaube, seit ein oder zwei Wochen. Nee, seit einer Woche. Müsste jetzt, glaube ich, der wunderschöne Abo-Button da sein. The Jumping Cats. Und er geht auch. Ja, er geht auch. Das stimmt. Party! Oh Scheiße, ich brauch neues. Ich brauch Futter. Gib mir Futter. Ich liebe mich wie eine Mutter und gebe mir täglich Futter. Alter. Er ist erstmal halb geblendet hier. Huch. So. Ja, warte. Neukildania, ne? Los, lade zu Ende. Lade. Lade. Blind. Da lang. Da ich lang muss. Ich blinde Katze. Blinde Katze finde nicht die Wege. Blinde Katze ist blind. Groß,
los und blöd im Kopf. Oh, was verschafft mir die Ehre? Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, bist du vermutlich nicht hier, um eine Tasse meines köstlichen Kräutertees zu genießen, nicht wahr? Eigentlich nicht. Ein hübsch gearbeiteter Knopf. Er sieht wertvoll aus und dennoch kann mich nicht entsinnen, dieses Lilienwappen schon einmal gesehen zu haben. Warum fragst du nicht bei Bernadette am Ätheritenplatz nach? Mein Hexenstübchen ist beliebt, ohne Frage. Doch am Ätheritenplatz kommt normalerweise wirklich jeder Besucher Vedanias vorbei. Die Chance, dass Bernadette schon einmal jemanden mit solch einem Knopf gesehen hat, ist relativ groß. Wie ich überhaupt keine Ahnung habe, worum es da gerade im Chat geht. Es ist eigentlich noch viel besser. Naja, tanzen kann ich wahrscheinlich im Spiel nicht und im echten Leben sowieso nicht. Ich schaffe so nicht mal Geige zu spielen im Spiel. Du bist auf der Suche nach dem Besitzer eines Knopfes. Wie sieht das gute Stück denn aus? Hier. Scheiße. Na egal, war ja lang genug da. So. Wo muss ich jetzt schon wieder hin? Also ich um meiner... Also an den Arsch der Welt. Das ist auch okay. Arsch der Welt klingt immer gut. Und ich möchte gerne singen können. Singen wäre auch schön. Apropos. Wir gönnen ja mal. Oh, eine Ausrüstung gucken. Haben wir ja so lange nicht mehr. Stufe 30. 32. In diesem Moment, wenn man einfach schon lange nicht mehr nachgeguckt hat. Singen kann eigentlich jeder, hört sich nicht immer gut an. Ja, das ist ja bei mir das Problem. Weißt du, wenn ich anfange zu singen, dann fallen die Vögel tot vom Baum. Die machen dann einfach nur noch so und liegen dann so auf der Seite oder hängen einmal kopfüber. Hallo Thomas! Schön, dass du wieder reinschaust. Ich würde gerne zeichnen können. Zeichnen wir auch geil. Dann könnte ich wenigstens meine eigenen Emotes zeichnen. Und müsste das nicht über irgendwelche komischen Scheißprogramme machen. So. Weiter shoppen. Das lohnt sich jetzt für mich, finde ich, nicht so. Hier auch nicht. Das schon eher. Sprechen. Hui! Ja, muss ich dann gleich einmal. Sieht aber irgendwie auch cool aus. Muss ich ja nur noch einmal umändern. Naja, aber passt. Waffen. Krieger. Stufe.
Gib mir Bögen. Okay, das ist jetzt eigentlich nicht so... Komm, machen wir trotzdem. Nein. Weißt du, ich bin es gewohnt, jedes Mal dafür ins Inventar zu... Also, in das andere Inventar zu gehen. Ich habe das Gefühl, die Dinger werden einfach größer statt... Alles andere. Das ist schicker. Diesen Weg Richtung. Die Farbkombi ist ein bisschen seltsam. Los geht das sogar. Lächeln. Bernadette schickt dich. Ich hoffe inständig, dass ich dir helfen kann. So ein gutes Gedächtnis wie meine Kameradin habe ich nämlich lange nicht. So, der wieviel ist das jetzt, wo wir diesen Knopf vorzeigen? Ein solches wertvolles Stück wäre für einen gewöhnlichen Redanier und, unerschwinglich. Ein Knopf wie diesen tragen höchstens adelige und gefeierte Helden. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Vor dem Wohngebiet der Helden sah ich neulich einen älteren... gelesen, der einen eben solchen Knopf an seiner Jacke trug. Du weißt, wo der Eingang sich befindet, nicht wahr? Überquere einfach die kleine Brücke westlich von hier und biege dann an der nächsten Abzweigung rechts ab. Ja! Was? Eine Wanderung durch die Stadt. Was habe ich lieber? Nichts natürlich. Was kann ein alter, gebrechlicher Mann für euch tun, mein Kind? Hier, auch dir zeigen wir die Münze. Scheiße. Ja, weil ich weggeklickt hatte, war das einfach blöd. Die Tragödie der... Tankurs? Ich ahne fürchterliches. Ich ahne echt fürchterliches. Nun denn, meine Liebe, ich will euch berichten, was ich an traurigen Fakten kenne. Einst nämlich diente ich dem Haus D'Artancourt, oder wie auch immer man euch ausspricht. Lady Amandine, das Oberhaupt des Hauses, war eine bildhübsche und kluge Frau. Doch die siebte Katastrophe raubte ihr erst die Schönheit und dann den Verstand. Um ihr grässlich entstelltes Gesicht zu heilen, ließ sie sich mit unheilvollen Mächten ein. Die Gruppe maskierter Männer in schwarzen Roben bot ihr Hilfe an, doch ihre Mittel wurden von Tag zu Tag grotesker. Es war ein Albtraum, und Stinern schnitt man bei lebendigem Leibstücke unseres Fleisches vom Körper, und es hatte ganz den Anschein, als geschehe dies nur zu sadistischen Vergnügen. Die armen Hausmädchen aber wurden gefoltert, ihre hübschen Gesichter richtete man grausam zu, und dann umgebracht. Es war unfassbar. Mir trug man auf, die Leichen unauffällig verschwinden zu lassen. Doch bei der erstbesten Gelegenheit setzte ich mich ab. Nie wieder wollte ich an jenen Ort des Schreckens zurückkehren. Selbst die Erinnerung an ihn verbannte ich aus meinem Gedächtnis, um mir in eine letzte Rest Seelenheil zu wahren. Gut. Doch so sehr man die Realität auch verdrängt, sie holt einen immer wieder ein, wie es scheint. Nun, ich bin glücklich, dass eine rechtschaffene Abenteuerin wie ihr die mir in Erinnerung gerufen hat, denn ich spüre, dass ihr die Kraft besitzt, diese dunklen Mächten zu trotzen. Ich bitte euch, macht diesen Spuk ein Ende. Das Anwesen der D'Artancourt, das Hauke-Herrenhaus, befindet sich im Westen des tiefen Waldes. Möge Nofika euch schützen, meine Gute. Bitte nicht schon wieder einen Inhalt suchen, bitte nicht schon wieder einen Inhalt suchen, das dauert dann wieder Jahre. Wahrscheinlich, wenn es wirklich eine Inhaltssuche ist, und ich in der Zeit aufs Klo gehe, dann hundertprozentig passiert da wieder was. So, einmal dahin zurück. Ja,
an. Fürchterliches. Fürchterlich schreckliches ahne ich. Okay. Achso, das sollte ich vielleicht auch mal machen mit den Stufensteigerung, oder? So, ich gehe einmal ganz kurz wohin, weil bevor es vielleicht doch wieder in irgendeiner Inhaltssuche endet und ich dann wieder nicht wegkomme, mache ich einmal eine ganz kurze Mini-Pause. Bin in 5 Minuten wieder für euch da.